Rund um das Apple-Icar wird es aktuell wirklich spannend. In den letzten Tagen überschlagen sich die Gerüchte und was wir nun wirklich erwarten können, erfahrt ihr nun in der neuesten Ausgabe Around the Apple in 99 Sekunden. Viel Spaß! Willkommen zu dieser Special-Ausgabe zum Apple-Icar und aktuell überschlagen sich die Gerüchte. Bisher hatte man geglaubt, dass Apple nur an einem System für Bordcomputer in Autos gearbeitet hat. Und das hatten wir ja schon gesehen. Standardfunktionen waren möglich wie Nachrichten, Maps, Musik, Telefon oder auch normales Abspielen von iPhone-Inhalten. Allgemein die Kompatibilität zwischen dem iPhone und dem Bordcomputer, auch Spotify und andere Apps waren möglich. Doch aktuell gehen einige Magazine und viele Gerüchte davon aus, dass Apple an einem richtigen vollwertigen Auto arbeitet. Und das sagt zum Beispiel auch ein Zitat eines Apple-Mitarbeiters. Das finde ich unglaublich spannend und mal halten dies eher zurück. Dieser Apple-Mitarbeiter sagt, Apples neuestes Projekt ist zu spannend, um es sich entgehen zu lassen. Ich glaube, es wird alles verändern und Tesla einen harten Wettkampf bieten. Ist das nicht unglaublich spannend? Wenn wir von Tesla sprechen, Tesla arbeitet nicht an Software, macht nicht nur Software, sondern die bauen auch echte Autos. Und wenn Apple da einen Wettkampf starten möchte, müssen sie auch Autos bauen. Und das sagt auch The Wall Street Journal. Die haben geschrieben, dass bei Apple unter der Führung des ehemaligen Ford-Chefs ein 100-köpfiges Team an einem Elektroauto arbeitet. Das bedeutet, früher oder später kann es gut möglich sein, dass Apple mit einem Auto uns überrascht. Klar dauert so meistens die Entwicklung und es kann auch wieder eingestellt werden, nur dieses Projekt soll sehr, sehr viel Potenzial haben. Das heißt, vielleicht sehen wir in ein, zwei, vielleicht auch drei Jahren ein richtiges Icar von Apple und ich finde das so unglaublich spannend. Nun mich auch interessiert an eurer Meinung. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Kommt dieses Icar? Kann es wirklich alles verändern, alles revolutionieren? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Das war's von diesem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal.